Vorbei an der Kreideküste von Dover. Hier wird der gesamte Maschinenbetrieb der Schiffsanlage überwacht. Eine Zentralstelle gibt alle Befehle weiter. Das Schiff hat Ölfeuerung. Die Kessel werden mit einer Lunte angesteckt. Die Turbinen entwickeln 65.000 Pferdestärken. Ponta Delgada auf den Azoren. Die Fußballmannschaft der Karlsruhe trägt einen Wettkampf gegen eine portugiesische Elf aus. Die Deutschen gewinnen 3:0. Exerzieren an der Übungskanone. Ausbildung einer Geschützbedienung im Schnellfeuern. Thank you.
Haie machen das Baden in der See unmöglich. Ein Binnenwasser, Blubation, bringt die ersehnte Abkühlung. Er kündigt das Erscheinen Neptuns an, seiner allergnädigsten Majestät des Königs der Meere, der morgen in höchst eigener Person die Äquatortaufe vollziehen wird. Ein Vorgeschmack der kommenden Ereignisse. Urmänner, aufgepasst! Es sprach in dem Kristallpalast Neptun, der Herr der Seen und Flüsse, der König aller Regenküsse. Ich hab's gesagt, ihr braven Schweine, wir kriegen euren Dreck und Leine. Wir wollen euch kämmen und rasieren, die alten Zähne rausbuxieren. Wenn das Schiff ist sauber und pfiekfein, muss rein auf die Besatzung. Nein.
einziger Wettstreit. Der Zuckerhut. Übergabe der Schiffsglocke des versenkten deutschen Kanonenbootes Eber. Die deutsche Schule von Joinville besucht die Karlsruhe. Einzug in Joinville. Eine deutsche Landschaft in Brasilien und eine deutsche Stadt, Blumenau. 1850 von Dr. Hermann Blumenau gegründet. Heute wohnen 20.000 Deutsche hier. Der Leiter der dortigen Ortsgruppe der NSDAP begrüßt den Kommandanten der Karlsruhe. Veteranen des Weltkrieges, die für Deutschland gekämpft haben.
Die Besatzung besucht die Schule in Itajaí, dem Ausfuhrhafen der Stadt Blumenau. Montevideo, die Hauptstadt Uruguays. Tropische Hitze. Hier wird das Weihnachtsfest gefeiert. Geschenke des Führers, deutsche Tannenbäume in deutscher Erde. Grüße aus der Heimat. Pakete, Post und deutsches Bier. Der Kirchenwimpel ist geheißt. Der einzige Wimpel, der über der Reichskriegsflagge wehen darf. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was steckt denn da drin? Oh, na, Kleiner, jetzt ist die Sehnsucht nach der Heimat wohl vorbei, was? Oder geht's ja richtig los? Oh, was ist denn los? Noch ein halbes Jahr, dann sind wir wieder zu Hause, nicht? Oh, der Lebkuchen. Der Kommandant und der erste Offizier besuchen die Weihnachtsfeier der Seekadetten. Jungvolk, Kinder der deutschen Kolonie, dürfen an Bord ein heimatliches Weihnachten mitfeiern. Thank you.
Ein deutsches Geschwader fährt im Frühjahr 1930 in das Mittelmeer. Der Kommandant des Flaggschiffes gibt das Reiseziel bekannt. Das Geschwader soll die mittelländischen Häfen Vigo, Alicante, Messina, Venedig, Korfu und Cadiz anlaufen. Eine solche Reise ins Mittelmeer ist keine Vergnügungsfahrt, sondern eine Gelegenheit zu besonders ernsten Übungen. Der 31. Mai ist im Andenken an die größte Seeschlacht des Weltkrieges, die Skagerrak-Schlacht, gewidmet. Auf Befehl des Reichspräsidenten werden an diesem Tage die alten Flaggen im Topf gesetzt. Ein feierlicher Gottesdienst leitet den Tag ein. Über der Reichskriegsflagge steigt der Kirchenwimpel auf, der einzige, der über der Reichsflagge gesetzt werden darf. Anschließend an den Gottesdienst findet eine Parade des Geschwaders vor dem Geschwaderschef auf dem Flaggschiff statt. In langer Kiellinie zieht Schiff hinter Schiff vorüber. Die Mannschaften der Schiffe stehen in Paradeaufstellung angetreten und erweisen dem Chef die Ehrenbezeugung. Voraus fahren die großen, schweren Linienschiffe. Als erstes die Hessen. Das zweite Schiff ist die alte Schlesien, die auch an der Skagerrak-Schlacht teilgenommen hat. Die Linienschiffe sind das Rückgrat einer Flotte, die Träger der schweren Artillerie. Es sind stark gepanzerte Schiffe mit einer nicht allzu hohen Geschwindigkeit. Ihre Besatzung ist ungefähr 800 Mann stark. Jedes Linienschiff untersteht dem Befehl eines Kapitäns zur See. Hinter den Linienschiffen folgen die Kreuzer. Als erster der Kreuzer Königsberg. Die Kreuzer bilden in einem Flottenverband die Aufklärungsstreitkräfte. Ihre Aufgabe ist es, den Feind festzustellen und Fühlung mit ihm zu halten, bis das Gros der Linienschiffe in den Kampf eingreifen kann. Die Kreuzer haben nur geringen Panzerschutz, hohe Geschwindigkeit und mittlere Artillerie. Die Besatzung eines Kreuzers umfasst ungefähr 500 Mann, die dem Befehl eines Fregattenkapitäns unterstehen. Die Torpedoboote sind die Träger der Torpedowaffen. Tragen ihre gefährliche Waffe, den Torpedo, tags im Weitschuss, nachts im Nahschuss an den Gegner heran. Die etwa 100 Mann starke Besatzung ist, dem schweren Dienst Rechnung tragend, besonders sorgfältig ausgesucht. Signale künden die Beendigung der Parade an. Der Flottenchef gibt den Kurs bekannt, das Geschwader zieht durch den Atlantischen Ozean seinem Reiseziel entgegen. Ist eine schwere Arbeit. Aber der deutsche Soldat unterzieht sich dieser Tätigkeit zwar mit Lust,
wenn auch weniger mit Liebe, unterstützt durch die fröhlichen Weisen der Bordkapelle. Daher gibt es auch eine reichliche Kohlenzulage. Ob nicht das viel verbreitete Wort Kohldampf davon herstammt? Nach dem Einnehmen der Kohlen ist das ganze Schiff verschmutzt. Ein gründliches, rein Schiff ist notwendig. Fröhlich unterziehen sich die Matrosen diesem guten Geschäft. Der Seemann liebt sein Schiff und will es tadellos sauber haben. Der tägliche Dienst an Deck geht seinen Gang. Während sich Offiziere und Steuerleute in Navigation, das heißt Standortbestimmung und Absetzen des richtigen Kurses, weiterbilden, wird die Mannschaft durch Turnen und Freiübungen in guter körperlicher Form gehalten. Nach dem Kriege häufig unternommenen Auslandsreisen der deutschen Flotte haben einen hohen erzieherischen Wert. Die Besatzungen der deutschen Flotte setzen sich aus Angehörigen aller deutschen Gaue zusammen. Bayern und Sachsen, Ostpreußen und Westfalen, Friesen und Rheinländer sind auf den Schiffen vereint. Sie kommen hinaus in die weite Welt, lernen fremdes Wesen kennen und erweitern ihren Blick zum Nutzen des ganzen deutschen Volkes. Flaggensignale übermitteln den Schiffen die einzelnen Befehle. Positionswechsel, Kursänderung, Gefechtsübungen, alles wird mit Flaggen angeordnet. Das Signalgeben mit Flaggen erfolgt nach dem Signalbuch der Marine. Jede Flagge ist ein Buchstabe, jeder Wimpel eine Zahl. Der Signalmeister ruft die Flaggen, die geheißt werden sollen, aus. Genauso wie beim Buchstabieren am Telefon werden Vornamen wie Anton, Paula, Ida und so weiter verwendet. Aus den Buchstabengruppen setzen sich die Befehle zusammen. Aber noch ein anderes Signalisieren gibt es, den Winkspruch. Auch hier bedeuten die verschiedenen Stellungen der Winkflaggen einzelne Buchstaben. Bei Nacht erfolgt die Signalgebung mit Scheinwerfern und Klapplaternen. Die Schiffe wiederholen die Befehle und führen sie nach dem Niedergehen der Flaggen aus. Thank you.
neues Manöver wird befohlen. Die Torpedoboote sammeln jetzt zu der Übung, die es nur in der deutschen Flotte gibt. Durchbruchsmanöver. Die Torpedoboote befinden sich während des Gefechts ständig auf der Feuerlehseite der Gefechtslinie. Lehseite heißt immer die der Gefahr bei Wind und Feuer abgewendete Seite. Wenn nun der Befehl kommt, Torpedoboote ran an den Feind, so müssen die Zerstörer auf dem schnellsten Wege diesem Befehl folgen. In den anderen Flotten geschieht dies durch Umfahren des ganzen Flottengros. Dass hierbei sehr viel Zeit verloren geht, ist klar. Die deutsche Marine hat, um diesen Zeitverlust zu ersparen, das Durchbruchsmanöver eingeführt. Das heißt, die Torpedoboote müssen mit Höchstfahrt durch die selbst hohe Fahrt laufende Flotte brechen. Deutsche Unterseeboote in der Ostsee. In der Fahrrinne eines Linienschiffes erreichen die Boote das offene Meer. Minensucher und Eisbrecher machen die Fahrt für einen Geleitzug frei. Immer wieder müssen die Deckaufbauten vom Eis befreit werden. Eine gefährliche Schlitterbahn. Meldung an Geleitzug. Fahrt ist frei. Ein deutsches U-Boot auf Feindfahrt im Atlantik. Mit einem anderen auf gleichem Kurs fahrenden Boot ist ein Treffpunkt vereinbart worden. Ein neuer Zylinderblock für den ausgefallenen Backbord-Diesel soll übernommen werden. Der Treffpunkt ist erreicht. Das Boot mit dem Ersatzteil kommt längsseits. Eine Leine wird hinübergeschossen. Die Verbindung ist hergestellt.
Der Zylinderblock wiegt über 7 Zentner. Das Übernehmen dieser schweren Last erfordert bei der unruhigen See hohes seemännisches Können. Es ist geschafft. Als Dank wird eine Flasche Sekt hinübergeschickt. Gut gekühlt. Zunächst geht die Fahrt noch mit einer Maschine weiter. Der Ersatzblock wird in 20 Stunden langer angespannter Arbeit, die auf engstem Raum getan werden muss, montiert. Der Diesel läuft wieder. Mit dem Sextanten wird der Schiffsort kontrolliert. Mit äußerster Kraft geht es einem gemeldeten Geleitzug entgegen. Eine Rauchfahne ist gesichtet. Das Boot geht auf Tiefe. Der Kommandant lässt das Seerohr ausfahren. Torpedoklappen auf! Torpedoklappen sind auf. Der Kommandant macht einen einzelfahrenden Frachter aus. Auftauchen! Der Einzelfahrer kann nur ein Neutraler sein. Schuss vor den Bug. Der Frachter hat beigedreht und sein Boot ausgesetzt. Der Kapitän überbringt die Schiffspapiere. Die Papiere sind einwandfrei. Es ist ein Portugiese ohne Bannware. Einen alten Kurs wieder auf. Deutsche Schnellboote auf Übungsfahrt mit jungen Besatzungen.
der Dämmerung auf der Brücke. S-Boot-Flottille mit äußerster Kraft voraus. Einsteigen zum Kutterrennen. Kraft dem Ziele entgegen.